Ihr habt an eurem Internetanschluss eine Fritzbox hängen. Ihr wisst eventuell gar nicht, dass man darüber die Möglichkeit hat, sich das Fernsehprogramm auf einem iPad oder auf einem Smartphone über eine App anschauen zu lassen. Das Ganze funktioniert über das interne Netzwerk, über LAN oder WLAN oder auch über VPN. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, was zu tun ist, dann bleibt dran, denn ich zeige es euch. Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik Channel mit dem Motto Technik für daheim. Heute geht es um das Thema, wie kann ich mir über mein Smartphone, über mein iPad, über eine App das lokale Fernsehprogramm anschauen. Die Fritzbox bietet nämlich diese Möglichkeit, euch in eurem Netzwerk das Fernsehprogramm auszustrahlen, was ihr über den Kabelanschluss eigentlich erhaltet. Charmant wird das Ganze natürlich, wenn ihr dann noch im Ausland seid und ihr euch dann über eine VPN-Verbindung mit eurem Heimnetzwerk verbinden könnt und dann quasi das lokale Fernsehprogramm anschauen könnt, egal wo ihr auf der Welt seid. Wie ihr einen VPN-Tunnel einrichtet mit der Fritzbox, das seht ihr, indem ihr hier oben auf den Link klickt. Zurück zum Thema. Ich zeige euch also in diesem Video, wie ihr das Ganze einrichtet, was ihr tun müsst, damit ihr mit euren Smartphones oder Tablets auf das Fernsehprogramm über das Netzwerk im WLAN oder LAN zugreifen könnt. Los geht's! Loggt euch mit fritz.box an eure Fritzbox ein. Geht im Menü auf der linken Seite auf DVB-C und dort auf Sendersuchlauf. Als Art des Sendersuchlaufs lassen wir den Standard ausgewählt. Ebenso müssen wir uns keine anderen Einstellungen überlegen oder vornehmen, auch unter weitere Optionen nichts verstellen. Klickt einfach auf Sendersuchlauf starten. Der Sendersuchlauf startet und dies kann wirklich einige Minuten dauern. Nachdem der Sendersuchlauf abgeschlossen ist, geht unter DVB-C auf die Senderliste. Aufgelistet werden nun alle gefundenen Sender, die die Fritzbox empfangen hat. Unterteilt nach SD, HD und den Radiosendern. Mit einem Klick auf Live TV seht ihr den Tuner. Hier würdet ihr sehen, wenn schon jemand in eurem Netzwerk euer Live TV anschauen würde. Springen wir nun auf mein Smartphone. Wichtig ist, dass die Fritz App TV heruntergeladen ist. Diese starten wir jetzt. Die App sucht kurz in eurem Netzwerk nach eurer Fritzbox und listet dann die vorhin schon gesehenen oder gefundenen Sender ein. Durch einen Klick auf das Sendersymbol wird der Stream direkt abgespielt. Das Schöne ist, falls ihr mal im entfernten Ausland unterwegs seid, könnt ihr nun über einen VPN-Tunnel, ein Video dazu habe ich auch gemacht, auf diese Sender zugreifen und so ein eventuelles Geoblocking umgehen. Ganz nützlich, wenn zum Beispiel ein Fußball-Länderspiel ist und dieses nicht über den offiziellen Livestream angeschaut werden kann, weil ihr im Ausland seid. Und Miami. Die Messmer Ländertees. Große Vielfalt, intensiver Geschmack. Messmer macht meinen Moment. Sie sagten, lass uns die Tür offen. Sie wollten mir Geld geben und nur Jack entführen. Andere Raubkatzenfamilie, ein schattiges Plätzchen gesucht. So, da sind wir wieder zurück. Ihr seht, es ist wirklich nicht einfach und es ist dann doch eigentlich ein cooles Feature, was vielleicht gar nicht viele wissen, dass man tatsächlich auf das Fernsehprogramm zugreifen könnte.